Einen guten Tag in die Runde. Mein Name ist André Engelhardt. Ich bin im Kreisverband Landkreis Leipzig zu Hause. Ein paar biografische Eckpunkte werden mich ein wenig vorstellen. Der insbesondere durch die Wendezeit bekannt gewordene ehemalige Pfarrer Führer aus der Leipziger Nikolaikirche gab vor zahlreichen Jahren ein längeres Interview. Er resümierte, dass sein Leben eine Aneinanderreihung von Minderheitserfahrungen war. In mich hineinhörend merkte ich, dass ich Ähnliches von mir sagen kann, und es ist gut so. Denn auf diese Weise bin ich zu einem Kämpfer geworden. Ich musste meine Wege finden und mich behaupten. Als gläubiger Christ und mit einem äußerst staatskritischen Vater aufgewachsen, eckte ich im DDR-Schulalltag des Öfteren an. Als nicht stillehaltender Ausreiseantragsteller und langhaariger Aussteiger war es ähnlich. Im Februar 1988 in West-Berlin angekommen, war ich als Sachse erneut Außenseiter. Später mit 5 Kindern, davon einmal Drillinge, war es nicht anders. Als Christ im säkularen Norden Sachsens sowie als Veganer und als Grüner änderte sich diesbezüglich nichts. Und es ist gut so. Ein mich positiv prägender Satz ist mir von meiner Schulzeit dann doch noch übrig geblieben. Wenn Unrecht geschieht, ist nicht nur der schuld, der es tut, sondern auch der, der es schweigend geschehen lässt. Und so war ich dann zu Zeiten von Legida bei vielen Gegendemonstrationen mit eigenen wechselnden Transparenten dabei. Heute treibt mich die Fridays for Future-Bewegung an, aktiv zu werden. Anders als bei den Jugendlichen sind es bei mir nicht nur die Erderwärmung und der beginnende Klimawandel, sondern auch das massive Artensterben sowie die verantwortungslose Ressourcenverschwendung und viele andere Themen. Um an einer pluralen demokratischen Gesellschaft und einem ökologischen Wandel wirkungsvoll mitarbeiten zu können, ist der Weg zu einem politischen Mandat nur naheliegend. So kandidiere ich unter anderem noch als grüner Stadtrat in meiner Heimatgemeinde, wo es bisher keine grünen Kandidaten und Kandidatinnen gab. Warum soll nun gerade ich in den Sächsischen Landtag? Weil ich kreativ und flexibel bin, einen ausgeprägten Gestaltungswillen habe und es mir gerade in schwierigen Situationen gelingt, Lösungen zu entwickeln. Als Diplom-Sozialpädagoge, Sozialarbeiter habe ich intensive Erfahrungen mit öffentlicher Verwaltung und deren Arbeitsweisen. Die Arbeit mit Haushaltplänen ist mir vertraut. Eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisationen gehört zu meinem Berufsalltag, ebenso wie die Projektarbeit. Durch die Leitung zweier stationärer Jugendhilfeeinrichtungen sammelte ich Erfahrungen als Bereichsleiter. Ich baue zügig Netzwerke auf und nutze die. Auftretende Probleme werden von mir offen angesprochen und angegangen. Durch meinen Beruf bin ich in der Lage, auf andere Menschen integrativ zuzugehen und in Gremien mitzuarbeiten. Für meine Kandidatur als Direktkandidat bei der anstehenden Landtagswahl liegt ein positives Votum meines Kreisverbandes vor. Die Umsetzung einer ökologischen Wende und der Bau einer offenen, gemeinwohlorientierten Gesellschaft sind nicht meine einzigen Themen. Den sozialen Bereich betreffend kenne ich mich in sehr vielen Arbeitsfeldern bestens aus. Themen wie alte Menschen, denn diese brauchen auch einen Fürsprecher. Migration, Kinder, Jugend und Familie sowie Bildung sind mir sehr nahe. Weitere Interessensgebiete sind Kultur und Landwirtschaft. Erlaubt mir noch einen Blick auf das Wie. Die mit antretenden Parteien haben fast alle gleichfalls ökologische Themen auf ihrer Agenda. Sie haben von uns gelernt und das ist gut so. Doch wir sind das Original, wir sind die Nummer 1.
Aus diesem Grund wird es mein Ziel sein, unsere Alleinstellungsmerkmale mehr nach vorn zu bringen. Das Bewusstsein der Bevölkerung bezüglich der Notwendigkeit einer ökologischen Wende möchte ich stärken. Hierbei gilt es, Verlustängste ernst zu nehmen, zuzuhören und Verständnis zu entwickeln. Die jüngere Vergangenheit zeigte uns, dass größere Teile der Bevölkerung und der Wirtschaft durchaus für Veränderungen und für ein Umdenken und gegebenenfalls auch für Verzicht offen sind. Diesen Prozess gilt es einerseits durch einschlägige Kampagnen zu unterstützen und andererseits durch Gesetzesinitiativen die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. Andere demokratische Parteien sollten als Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen gesehen werden, die es durch parlamentarische Initiativen und Positionspapiere noch stärker als bisher zu gewinnen gilt. Ebenso nutzbringend halte ich das gezielte Zugehen auf Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft und Gesellschaft. Die gezielte Nutzung von Fachwissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen ist in populistischen Zeiten wichtiger denn je. Grünes politisches Arbeiten verstehe ich als Vorausdenken, bei dem vom Ideal her gedacht wird und Szenarien entwickelt werden. Dankeschön.